herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial und diesmal an einem Donnerstagabend. Und das hat seinen Grund, denn am Wochenende ist schwer was los auf der Museumsinsel. Dort findet nämlich am Samstag ein großes Fest statt und morgen kommt schon die Bundeskanzlerin, um die neue James-Simon-Galerie zu eröffnen. Das ist ein Weltereignis und Sie werden gleich begreifen, warum das so ist, denn ich habe hier den Chef des Janssen, sagt man in Berlin, Professor Dr. Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Richtig? Korrekt. Korrekt. Sind Sie aufgeregt morgen, weil die Kanzlerin kommt, oder sind Sie aufgeregt, weil Sie endlich 180 Jahre Bauarbeiten abgeschlossen haben? 180 Jahre. Nein, wir sind weder aus dem einen noch aus dem anderen Grund aufgeregt. Wir freuen uns einfach, dass dieses wunderbare Gebäude fertig ist. Wir freuen uns, dass die Bundeskanzlerin das mit uns eröffnet. Das ist, glaube ich, ein klares Zeichen des Commitments auch der Bundesregierung zur Entwicklung der Museumsinsel. Insofern stimmt, das ist auch nicht so schrecklich weit, aber wahrscheinlich wird sie aus dem Kanzleramt natürlich kommen. Aber nee, wir fühlen uns schon sehr geehrt, das ist ein wichtiges Zeichen. Und am Samstag gibt es das große Fest für alle Berliner. Genau, also morgen am Freitag ist die Eröffnung um 11 Uhr, das ist ein Festakt. Dann gibt es abends um 19 Uhr einen Abend für James Simon, nachdem die Halle ja benannt ist, die James Simon Galerie, wo es eine Podiumsdiskussion gibt, wo Filme laufen, wo es ein großes Fest gibt. Und am Samstag dann ist das wirklich die James Simon Galerie und von dort aus wird ja das Pergamon Museum neuerdings erschlossen und unterirdisch auch das neue Museum wird sozusagen in diesen drei Gebäuden ein Programm stattfinden mit für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, Kuratorenführungen, Architekturführungen, also wirklich ein buntes, hochinteressantes Programm. Wer war denn dieser James Simon? Viele kennen den nicht, aber wer schon in der baden-württembergischen Botschaftsvertretung war, da ist eine Plakette. Genau. Und ich habe das auch gelesen. Da habe ich gesagt, wer ist das eigentlich? James Simon war einer der größten, man kann schon sagen der größte, bedeutendste Mäzen der Berliner Museen. Er war ein reicher Baumwollhändler und ist durch ein weit ausgreifendes, global agierenden Baumwollhandel zu großem Reichtum gekommen. Er hat sich schon in seiner Jugend eigentlich für alte Sprachen, für Altgriechisch, Latein, alte Geschichte interessiert, wollte es eigentlich studieren, aber er musste sozusagen das Geschäft des Vaters übernehmen und hat dann aber das insofern kompensiert, indem er gesammelt hat. Er hat gesammelt, aber nicht für sich, sondern immer in enger Abstimmung und in Beratung durch die Berliner Museen. Vor allem der damalige Generaldirektor Wilhelm von Bode war eine ganz wichtige Figur für ihn. Der hat ihn beraten, er hat eine große Renaissance-Sammlung aufgebaut, die er dann 1904 bei der Eröffnung des Bode-Museums, das damals Kaiser-Friedrich-Museums hieß, dem Museum geschenkt hat. Also er hat die Großsammlung aufgebaut und sie haben den Museen geschenkt. Immer wenn es komplett war, hat er es verschenkt. Genau, und er hat auch viele andere Museen geschenkt. Heute auch, nicht? Ja, und er hat ja auch die berühmte Nofretete. Er hatte dann Anfang des 20. Jahrhunderts, war einer der Hauptfinanziers der Deutschen Orientgesellschaft, die Deutsche Orientgesellschaft unter dem Patronat des deutschen Kaisers damals, Wilhelm II., sollte deutsche Ausgrabungen in Ägypten und im Nahen Osten finanzieren, mit dem Ziel, über Fundteilungen zu Objekten zu kommen, wie die Berliner Museen. Was heißt Fundteilung? Der Orient war damals noch nicht so gut vertreten. Fundteilung heißt, dass es damals im Osmanischen Reich und auch in Ägypten gesetzlich Regelungen gab, wonach eine Ausgrabung, wenn sie von einem ausländischen Staat oder Privatmann finanziert wurde, dass man dann Anrecht auf die Hälfte der Funde hatte. Und das wurde dann eben mit Vertretern der örtlichen Antikendirektion eben abgestimmt, welche Objekte im Land bleiben mussten und welche man mitnehmen konnte. Das heißt, es hat eine Bedeutung heute für Rückgabeansprüche, weil man sagt, das war doch damals legal, das war doch euer Gesetz. Ja, und deshalb gibt es da auch keine Rückgabeansprüche. Das ist eine völlig damals völlig legitime Gesetzeslage gewesen. Und die Dinge, die über Fundteilungen nicht nur nach Berlin, aber auch nach Paris, nach London gekommen sind, die werden auch dort bleiben. Das ist ganz klar. Das war damals die Gesetzeslage und es gab damals ja auch in vielen dieser Länder noch keine wirklich funktionierende archäologische Forschung, keinen archäologischen Dienst. Und insofern war das schon ganz wichtig. Und natürlich hat man sich ja auch die europäische Kultur über die römisch-griechische Welt wirklich dann die weiteren Spuren gesucht im Vorderen Orient. Ja. Der Ursprung der Zivilisation. Und man hat ja schon so ein Gesamtbild der menschlichen, der kulturellen Entwicklung gehabt. Und wie ist James Simon denn an die Nofretete gekommen?
Nun, er hat eben über die Deutsche Orientgesellschaft Ausgrabungen finanziert, Babylon, Assur im heutigen Irak, in Jericho zum Beispiel, fand auch Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Ausgrabung deutscher Archäologen statt, durch die Orientgesellschaft finanziert. Und eben in Amarna. Amarna, die Stadt von Echnaton, Hauptstadt Ägyptens, nur für eine relativ kurze Zeit, nur so gute 15, 17 Jahre. Und dort traf Ludwig Borchert, der Ausgräber, auf eine Werkstatt, eine Bildhauerwerkstatt. Und dort fand er neben vielen anderen Werken, halbfertigen Werken, die im neuen Museum zu bewundern sind, eben auch auf die berühmte Büste der Nofretete. Und über die Fundteilung kamen diese Objekte dann zur deutschen Seite. Und da James Simon der Finanzier war, ging es zunächst in seinen Besitz über. Und es gibt ein wunderbares Foto von seiner Villa im Tiergarten, wo dann auf einem Kaminsims Nofretete steht, ehe er sie dann 1920 mit der gesamten Amarna-Sammlung dem Berliner Museum geschenkt hat. Und da schließt sich der Kreis zur Baden-Württemberg-Vertretung, denn stand seine Villa. Da stand seine Villa und im Krieg zerstört. Und das war wirklich man kann schon sagen, eine Galerie, weil er hat die ganzen Kunstwerke, bevor er sie den Museen geschenkt hat, bei sich selber eben aufgestellt. Und man weiß, dass immer wieder im späten 19., frühen 20. Jahrhundert der Kaiser vorbeifuhr. James Simon gehörte ja zu den sogenannten Kaiserjuden, den Großunternehmern wie dem Reeder Balin oder eben auch James Simon. Brettschneider, dem Menkier. Ja, mit denen Wilhelm II. Sich abgab, mit denen er sich austauschte. Und James Simon war für ihn immer auch durch die von ihm erworbenen Kunstwerke schon, ja, das war ein besonderer Besuch bei ihm. Ja. Zweifellos. Und dann erfreute es den Kaiser natürlich besonders, dass er Simon denn seine Sammlung immer verschenkte. Genau, das war natürlich ein Mäzenatentum. Und jetzt freuen Sie sich, dass Sie sie da haben. Und die James-Simon-Galerie ist jetzt was jetzt eröffnet wurde. Was sieht man denn da von seinen Kunstwerken? Und was wird da denn jetzt überhaupt neu eröffnet? Weshalb Sie so freudig erregt sind. Die James Simon Galerie, zunächst mal noch einmal zu dieser Benennung. Da James Simon der bedeutendste Mäzen der Berliner Museen ist, haben wir gesagt, müssen wir etwas nach ihm benennen. Wir wollen ihn würdigen, wir wollen ihn der Vergessenheit entreißen. Die Menschen sollen über ihn lernen, wenn sie die Museumsinsel besuchen. Und deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig, dieses Gebäude danach zu benennen. Nun, die James Simon Galerie ist für uns im Grunde die Adresse der Museumsinsel. Das ist ab jetzt die Adresse der Museumsinsel. Wenn man von unteren Linden kommt, sieht man sie schon. Es ist klar, dass das ein zentraler Punkt ist. Wir haben ja sonst 5 Museen mit unterschiedlich orientierten Eingängen. Aber das ist die zentrale Eingangssituation. Von dort gelangt man ins Pergamonmuseum, unterirdisch über die archäologische Promenade. Zunächst nur ins neue Museum, aber später, wenn das mal abgeschlossen ist, auch in die ganzen anderen Museen. Aber es ist nicht nur zentrale Besucherführung, Ticketing, Garderobe, Museumshop, ein wunderbares Café, die Gastronomie oben auf den Kolonnaden, wo man im Sommer auch im Freien sitzen kann. Das wird ein Samstag Hotspot. Samstag auch schon ein Hotspot in Berlin. Das müssen Sie unbedingt machen, es ist ganz ein wahnsinniger bestimmt. Blick. Aber neben diesen praktischen Funktionen sind es auch für uns wichtige inhaltliche. Im Sockelgeschoss ist eine große Sonderausstellungsfläche. Wir können ja, wenn wir auf der Museumsinsel Sonderausstellungen zeigen, da müssen wir immer die Säle in den Museen räumen, weil wir dort ja ansonsten eben dauerhaft die Ausstellung, die Sammlungen zeigen. Also das brauchen wir dringend. Und ein großes Auditorium mit bis zu 300 Sitzplätzen, wo Vortragsveranstaltungen, Filmveranstaltungen, also wirklich ein Programm stattfinden kann. Und insofern ist es für uns nicht nur die James Simon Galerie eine Adresse, von der aus sich die Museumsinsel erschließt, sondern es ist auch ein Gebäude, was sozusagen den Brückenschlag in die Stadt hinein ist. Wenn Sie oben auf der Terrasse sitzen, Sie haben ganz neue Perspektiven ins Gegenüber, zum Schloss, wo immer Sie hinblicken. Und eben durch diese inhaltlichen Möglichkeiten, die dort stattfinden, wird auch ein attraktives Programm geboten, was die Leute anziehen soll. Also eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Wir waren ja schon da, Sie haben uns ja geführt. Und was mich verblüfft hat, ist diese riesige Eingangshalle oder Treppe. Ja, das ist ganz besonders so gewollt, damit man was Imposantes hat, was Eindrucksvolles hat. Ja, oder war das nur eine Idee des Architekten oder wollten Sie das? Ja, der Entwurf ist natürlich vom Architekten David Chipperfield und seinen Mitarbeitern und nicht von uns, aber uns hat es sofort überzeugt, dieser Entwurf, weil er Elemente aufweist,
die auf die historische Umgebung Bezug nehmen. Die große Freitreppe ist ja im Grunde ein Zitat von Schinkels Freitreppe, die ins Alte Museum führt, vom Lustgarten aus. Dann diese hohen, filigranen, aber doch mächtigen, 9 Meter hohen Pfeiler, die setzen die Kolonnade von Stühler fort, die sich um Alte Nationalgalerie und Neues Museum herum bewegt. Und die Sockelzone, das Sockelgeschoss, schließt direkt an den Sockel vom Pergamonmuseum an. Das heißt, er hat diese Elemente verbinden, das moderne, zeitgenössische Gebäude mit der historischen Umgebung, aber doch auf eine ganz moderne Form, die sich abhebt und die schon auch deutlich macht, wenn man also von unter den Linden kommt, ums Deutsche Historische Museum umbiegt und Richtung Museumsinsel schaut, sieht man ganz klar, das ist ein neuer zentraler Punkt auf der Museumsinsel. Und das war natürlich schon auch gewollt. Und alles ist überdimensioniert, finde ich, aber positiv überdimensioniert. Es ist unglaublich qualitätvoll. Der sonst immer nur so klein ist, da quetscht man sich vorbei an den Ständern. Das ist ja eine riesige Halle. Sie haben vollkommen recht. Das ist in den historischen Museen, da ist einfach kein Platz dafür. Im neuen Museum haben Sie neben dem Ausgang sind 2, 3 Regale mit ein paar Büchern und so weiter. Da ist einfach der Platz nicht da, auch für Cafés und Ähnliches. Und die Besucher, die wollen sich natürlich nicht den ganzen Tag lang durch die Museen laufen. Die müssen sich ja irgendwo mal erfrischen können, erholen können, mal eine kleine Pause machen. Und das war bisher in der Form nicht geboten. Und all das gibt es jetzt. Und auch der große Shop-Bereich, ich meine, das ist nicht mal, Kataloge. Damit, wenn man sagt, es ist groß, denkt sich einer so, der andere so, aber er ist riesig. Ja, das ist aber, wenn er voll ist, Sie haben ihn leer gesehen, jetzt ist er schon bestückt, dann wirkt er nicht mehr ganz so riesig, aber er ist natürlich schon groß und er bietet eben nicht nur Kataloge zu den Ausstellungen und zu den Museen, sondern eben auch Hintergrundliteratur zur weiteren Information über die Kulturen, die dort ausgestellt sind, geschichtliche Literatur, kunstgeschichtliche Literatur, aber auch natürlich Souvenirs, Objekte. Die Leute wollen was mitnehmen, Erinnerung mitnehmen. Und das ist natürlich auch für die Einnahmen der Museen ganz wichtig. Ja, und daneben, ich komme jetzt nochmal auf das Café zu sprechen, da geht man raus, man sitzt drin, wenn es regnet, aber dann geht man raus, sitzt draußen, guckt auf das Wasser und gegenüber aufs Schloss. Von einer Perspektive guckt man direkt aufs Schloss. Habe ich noch nie gesehen. Ganz neue Perspektiven auf die Stadt. Das ist wirklich das Tolle eigentlich an diesem Gebäude. Und diese Pfeiler, die Sie so beiläufig erwähnt haben, die müssen Sie mir erklären. Die sind aus einer besonderen Mischung. Die sind nur so dick nur, 9 Meter hoch und tragen das Ganze. Ich habe da vorgestanden und habe gesagt, hoffentlich kracht es nicht zusammen. Nein, das ist Sie wahrscheinlich auch am Anfang. Alles bestens stabilisiert. Das ist ein Betongemisch, was sozusagen ein aus sächsischem Marmor einen Zusatz aufweist und dadurch diese besondere Struktur hat. Und die sind natürlich verstärkt innen auch und die tragen in der Tat das Dach. Also die haben nicht nur dekorativen Zweck, sondern die haben eine ganz wichtige statische Funktion. Sieht toll aus, kann man nur sagen. Und was ich auch besonders interessant finde, das hat mit dem Museum was zu tun, das war vorher im Wasser, unter Wasser und trug das ganze Gebäude. Und die ganzen Baumfehler haben sie rausgeholt und einen haben sie stehen gelassen. Den kann man besichtigen. Also wir haben von diesem Baum gesprochen, der stand da bis 37, nein, der stand da nicht, er war tief in der Erde und darauf stand ein Haus. Genau, an der Stelle, wo heute sich die James-Simon-Galerie erhebt, stand bis 1937 der sogenannte Packhof von Schinkel. Das war so eine Art Lagerhalle. Das war eine Hafensituation dort. Dort haben wir Boote immer wieder angelegt, wo Waren transportiert worden sind. Und der ist in den 30er Jahren extrem baufällig geworden, weil der Baugrund so kompliziert ist. Die Erfahrung haben wir ja auch leidvoll machen müssen. Das ist ein sehr komplizierter Baugrund. Und der feste Boden, der Felsen, ist zum Teil 30, 35 Meter tief. Und als man nun dieses Gebäude errichtet hat, steckten im Boden eben noch die Eichenpfähle, die im Grunde diesen Packhof getragen haben. Und die ganze Museumsinsel, die ganzen historischen Gebäude, einschließlich des Pergamonmuseums, stehen auf Tausenden von Eichenpfählen. Und einen, der besonders gut erhalten war, hat man rausgezogen und dort in der archäologischen Promenade am Übergang von der James-Simon-Galerie ins neue Museum noch einmal platziert. Bis zur Decke erhebt er sich und ist zu sehen, Länge, um einfach deutlich Meter. Zu machen. Ja, mindestens über 12 Meter. Ist wie so ein langer Zahnstocher. Sieht aus wie ein überdimensionierter Zahnstocher, um einfach nochmal den Leuten, das wird natürlich dann auch erklärt mit den Medistationen drumherum, deutlich zu machen, was hier die Herausforderungen immer schon waren für Bauen in der Mitte Berlins. Ja.
Wir wollen über das Bauen noch mal reden. Sie haben gesagt am Anfang, alles wird unterirdisch verbunden. Das heißt, ich muss nicht wie jetzt aus einem Museum raus, eine Kurve machen und ins nächste rein. Das ist demnächst alles unterirdisch verbunden. Wenn ich durch diesen Rieseneingang komme, kann ich in alle Museen gehen und zwar unterirdisch. Das heißt, das unter Wasser. Ja, unterhalb des Spiegels der Spree und des Kupfergrabens wird sich das teilweise schon abspielen, klar. Man muss sich klar machen, die Gebäude, die Eingänge sind ja nicht um einen zentralen Platz gruppiert, sondern das alte Museum, der Eingang weist nach Süden, das Bode-Museum nach Norden, das neue Museum ist der Eingang nach Osten, beim Pergamon nach Westen. Also die Museen stehen eigentlich Rücken an Rücken. Und deshalb hat man schon vor dem Zweiten Weltkrieg Brückenübergänge gebaut. Eine Ausnahme ist die alte Nationalgalerie, weil die so erhoben auf einem Sockel steht. Aber alle anderen, vom alten Museum bis zum Bode-Museum, sind ja in einer Reihe. Und die waren früher mit Brückenübergängen verbunden. Die sind im Krieg zerstört worden. Man hat sie in der Zeit der DDR auch nicht mehr aufgebaut. Und bei den Planungen zum Masterplan nach der Wiedervereinigung hat man sich überlegt, dass man sie nicht mehr aufbaut, sondern unterirdische Verbindungen macht. Das heißt, die Innenhöfe der Museen werden eine Ebene tiefer gelegt und dann miteinander verbunden. Allerdings wird es schon noch einige Zeit dauern, bis das erlebbar ist, also voll alles komplett erlebbar ist. Aber wir beide denn die Gebäude, das hoffe ich, denn die Gebäude müssen erst saniert werden. Pergamonmuseum ist jetzt im Umbau, in der Sanierung. Wenn es fertig ist, wird das alte Museum noch folgen. Also erst dann kann man wirklich überall hin. Wobei diese unterirdische Verbindung und das zentrale Eingangsgebäude sollen nicht ersetzen, dass jedes Museum auch seinen historischen Zugang behält. Also der Besucher, der ganz klar weiß, er will im Pergamonmuseum oder im alten Museum etwas ganz Bestimmtes sehen, der kann auch direkt dort hineingehen. Also es gibt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es gibt viele Möglichkeiten und das ist wichtig, weil wir natürlich in der Zukunft, wenn wir alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wirklich viele, viele Besucher auf der Museumsinsel begrüßen dürfen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn Sie am Samstag zur großen Party gehen, was kommt denn als nächstes? Wir haben ja dieses riesige Auditorium, wir haben diese riesige Ausstellungsfläche. Ja, ist das schon jetzt belegt? Ist da schon was drin? Kann ich ab Samstag schon was sehen? Am Samstag können Sie sehen, also zunächst mal ist es noch nicht belegt, weil Sie sollen ja den Raum für sich, die Besucher sollen ja den Raum erleben können. Was wir machen werden, ist eine kleine Ausstellung über James Simon. Die wird dort zu sehen sein, auch mit Medienpräsentationen und so weiter, über das Wirken, das mäzenatische Wirken von James Simon. Wer war James Simon? Aber der andere, größere Teil der Ausstellungshalle bleibt frei, damit die Besucher wirklich diesen Raumeindruck einfach auch mal haben können. Und dann wird Ende August, Anfang September eine erste Sonderausstellung folgen und dann wird es eine ganze Reihe an immer wieder wechselnden Ausstellungen geben. Und Auditorium ist auch neu. Das Auditorium ist auch neu und das ist eben auch wichtig, sowas gibt es auf der Insel bisher nicht. Einen Raum, der unter der Freitreppe sich befindet, mit einer Art Bühnensaal, den man, wie gesagt, für Symposien, es gibt Dolmetscherkabinen, für Tagungsveranstaltungen nutzen kann, Vorträge, aber eben auch für Filmpräsentationen, für auch Musikveranstaltungen, wobei die Akustik ist vor allem ist eine Sprechakustik, wirklich eine exzellente Sprechakustik. Also es ist jetzt kein. Da sind die Wände auch extra so gemacht. Genau, die sind so versetzt, so gezahnt im Schnitt und das ist eine ganz besondere Akustik, eine ganz besondere akustische Qualität, die dafür erzeugt wird. Aber die ist weniger jetzt für Musik geeignet, also kein Kammermusiksaal, davon gibt es ja auch genug in Berlin, sondern wirklich für eine Sprechakustik. Und das Holz, das verwendet wurde, ist auch ein besonderes. Sie sehen, ich habe bei Ihrem Vortrag genau zugehört. Ja, das ist in der Tat die Böden, dort wo die Böden aus Holz sind und andere Teile. Dies ist geschmauchte Eiche und alles Übrige, was sozusagen verkleidet ist, das ist Walnuss. Walnussholz, allerdings natürlich Furnier. Und das fügt sich sehr schön ein. Es ist überhaupt ein unglaublich elegantes Gebäude von den Dimensionen her, auch von den Sichtbeziehungen. Wenn Sie, egal in welcher Ebene Sie sind, Sie haben immer eine Sichtachse, eine Blickachse, eine Sichtbeziehung in eine Ebene tiefer, in eine Ebene höher, von unten von der archäologischen Promenade auf den Hof zwischen der James Simon Galerie und Neuem Museum und auch einen wunderbaren Blick vom Shop rüber
auf die andere Straßenseite gegenüber vom Kupfergraben. Das ist wirklich also ganz, ganz großartige Blicke in die Stadt. Das kann man lassen Sie sich Samstag sagen. Begeistern, dann kommen Sie immer wieder. Ich will noch ein Wort verlieren über die Familie Simon. Der Gründer, der Mäzen, James Simon, ist gestorben 32. Der hat das Schrecken, das dann kam, nicht miterlebt. Lebt denn noch ein Teil der Familie in Berlin oder lebt ein Teil der Familie wieder in Berlin? Nun, die Familie ist emigriert. Etliche Nachkommen leben in Großbritannien, andere in den USA. Tim Simon und seine Frau Anne Simon mit den Kindern haben bis vor kurzem in San Francisco gelebt und sie sind jetzt nach Berlin zurückgekehrt. Und das finde ich wirklich ganz wunderbar, wie sich hier ein Kreis schließt, dass die Simons oder Simons, wie man vielleicht bald wieder sagt, wirklich daran anschließen und auch wieder in diese Stadt zurückkehren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großartiges Zeichen. Und ich glaube, wenn James Simon das heute wüsste oder uns zuguckt, glaube ich, würde ihn das sehr glücklich machen. Ja, da bin ich sicher. Und die Familie wird natürlich morgen dabei sein und Samstag dabei sein. Auf jeden Fall. Tim Simon wird auch auf dem Festakt sprechen. Das ist uns schon auch ganz wichtig. Und ja, das ist eine wunderbare Verbindung über diese schreckliche Zeit zwischen 33 und 45 hinweg. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Wenn Sie so als Präsident der Stiftung Preußische Kultur besetzen, das gehört jetzt ja alles zu Ihnen. Fast hätte ich gesagt, gehört Ihnen. Aber eine kleine Episode aus Ihrem Leben will ich doch noch ansprechen. Sie haben einen Goldschatz gefunden, weil Sie ja eigentlich Archäologe sind. Richtig. Und wo ist der jetzt und wie viel war das? Nun, das waren fast 6000 Goldobjekte in einem skythischen Fürstengrab. Skythen waren Reiternomaden aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, also so 2500 Jahre zurück liegt das. Und das haben wir 2001 in Tuva entdeckt. Das ist eine Republik in Südsibirien, Teil der Russischen Föderation. Und die Funde liegen heute, ein Teil ist im Nationalmuseum in der Hauptstadt von Tuva und ein anderer Teil ist in der Dauerausstellung der Eremitage ausgestellt. Weil die Eremitage war unser Kooperationspartner. Die Eremitage hat die Restaurierungen auch übernommen. Und ja, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, dass man Objekte, die man als Archäologe ausgegraben hat, dass die Teil der Dauerausstellung der Eremitage sind. Steht da auch dran, entdeckt von Professor Dr. Hermann Patzinger? Nein, mein Name nicht. Es wird aber erläutert, dass es eine deutsch-russische Kooperation war, glaube ich. Aber ja. Und wenn Sie jetzt in diesen Neubau gehen, da werden Sie ja nicht mehr was Altes finden, da werden Sie immer das Neue entdecken. Und ist Ihnen das jetzt das Allerliebste von all den Objekten, die Sie unter Ihrer Obhut haben? Das ist ja auch eine ganze Menge. Natürlich ist die James Simon Galerie als neuer Bau, den man jetzt eröffnet, wo man unentwegt Führungen macht, ist es was Besonderes, auch als Gebäude. Aber ich muss schon ganz klar sagen, dass das neue Museum, auch wenn das jetzt übrigens vor exakt 10 Jahren haben wir es eröffnet, auch mit der Bundeskanzlerin. Das neue Museum bleibt für mich immer noch was ganz, ganz Großartiges. Aber man kann das gar nicht abwägen. Ich meine, es ist auch so, auch das Bode-Museum, die alte Nationalgalerie. Und ich bin sicher, wenn das Pergamon-Museum abgeschlossen ist, Sanierung, wird es ein faszinierendes Gebäude werden mit diesem auf der Hauptebene diesen Rundgang durch die Architekturgeschichte der Antike. Es ist schon, die Museumsinsel ist schon etwas, worauf wir wirklich stolz sein können. Und in Ihrem Pressetext steht, 180 Jahre Bauzeit gehen jetzt zu Ende. Ja, sie gehen noch nicht ganz zu Ende, denn wir müssen noch sanieren. Aber sanieren und Fertigbauen des Pergamonmuseums wird einen vierten Flügel bekommen. Aber dennoch ist es jetzt mit der James Simon Galerie was Besonderes, ein historisches Datum auch, die Eröffnung, weil es wird der Museumsinsel kein weiteres Gebäude mehr hinzugefügt werden. Wir haben noch viele, viele Jahre Sanierung vor uns. Und wie gesagt, die Gebäude werden ergänzt. Aber dass ein neues Gebäude geplant und gebaut wird, wird es auf der Museumsinsel nicht mehr geben. Und insofern ist es wirklich ein historischer Moment. Ich will nochmal auf die erste Sonderausstellung kommen, die in der großen Halle stattfindet. Wenn Sie das nochmal erklären, worauf muss man sich freuen und gespannt sein? Nun, die erste große Sonderausstellung nach dieser etwa über einen Monat hin zu sehenden Präsentation über das Wirken und das Leben von James Simon. Die erste große Sonderausstellung dann hat den Titel Nah am Leben und es geht darum, wir haben jetzt 200-jähriges Jubiläum der Gipsformerei.
Das ist eine, früher hieß sie Kunstmanufaktur der staatlichen Museen, ist in Charlottenburg ansässig, aber so ein bisschen versteckt. Weiß kaum einer. Das ist eigentlich ein unglaublicher Schatz, eine der faszinierendsten Einrichtungen der staatlichen Museen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Fast 1000 Formen von Gipsabgüssen, die man vom frühen 19. Jahrhundert bis heute angefertigt hat, von Kunstwerken, die zum Teil im Krieg verloren gegangen sind und so weiter. Und was man alles abgeformt hat, überhaupt dieses Phänomen des Abformens des 19. Jahrhunderts. Diese Geschichte wird ein bisschen erzählt, Abformung von Objekten, von Kunstwerken, aber auch von lebenden Menschen. Und das ist ganz Totenmasken und so weiter, ganz faszinierend, diese Denke des Abformens. Gerade in einem Zeitalter, wo wir digitalisieren, glaube ich, ist das ganz spannend. Ab wann? Die wird dann ab Ende August zu sehen sein und dann wird es eine dichte Folge von weiteren Sonderausstellungen. Und dann nimmt es kein Ende mehr. Also ich kann Ihnen nur sagen, Samstag nichts anderes vornehmen, in die James Simon Galerie gehen, Neueröffnung ist toll, kann ich nur sagen. Man kann es gleich beschreiben. Sie haben ja einige Bilder gesehen, wir haben die eingeblendet in unser Gespräch und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie trotzdem Zeit gefunden haben, heute nochmal zu uns zu kommen, Professor Dr. Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Was alles dazugehört, das lassen wir jetzt mal, darüber reden wir andermal. Viel Spaß, sagt man glaube ich nicht, wenn man so ein Bauwerk hat, sondern es möge auch gut gelingen. Und auch viel Spaß. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und vielleicht sehen wir uns ja Samstag auf der großen Party. Kostet Geld? Oder Eintritt kostet? In der James-Simon-Galerie ist alles umsonst. Und in die beiden Museen, die von dort aus zugänglich sind, Pergamon und Neues Museum, gibt es einen deutlich ermäßigten Eintrittspreis. Bis 18 Jahre ist sowieso frei, überall. Kleine Korrektur, alles ist nicht umsonst. Den Kaffee müssen wir schon bezahlen. Oder? Den muss man bezahlen. Nicht, dass da an der Kasse steht, einer der Professor hat gesagt, bei TV Berlin, alles ist umsonst. Genau, das ist nicht ganz gut. Gut, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss.